Die Türkei hat im Kampf gegen kurdische Milizen offenbar eine Stellung in einer nordsyrischen Region angegriffen, die von den Folgen der schweren Erdbeben betroffen ist. Durch eine türkische Rakete seien 4 Menschen zum Teil schwer verletzt worden, teilten die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sowie die kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte am Mittwoch mit. Bei den Verletzten handele es sich um von Kurden unterstützte Mitglieder des Militärrats von Manbij, die die dortige Gegend kontrollieren. Der Angriff habe sich bereits am Dienstag ereignet. Es ist skandalös, dass ein NATO-Staat eine humanitäre Katastrophe mutwillig verschlimmert. Von anderen NATO-Ländern kommt dazu kein Wort der Kritik, sagte der Nahost-Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido. Die jahrelange Blockade der kurdisch kontrollierten Gebiete Nordsyriens durch die Türkei und ihre westlichen Partner verschlimmere die Lage in den Erdbebengebieten zusätzlich. Das gesamte medizinische Versorgungssystem lag wegen des andauernden Bürgerkrieges sowie syrischer und russischer Angriffe bereits in Trümmern, so Sido weiter. Dadurch könnten viele Verletzte nicht versorgt werden. Die Regierung in Ankara habe die Grenzübergänge in die kurdischen Gebiete Nordsyriens für humanitäre Lieferungen geschlossen gehalten. Die Türkei, die im Norden Syriens Gebiete besetzt hält, geht dort schon seit langem gegen kurdische Milizen vor. Im November vergangenen Jahres flog Ankara auch Luftangriffe im Nachbarland. Auch die syrische Kurdenmiliz YPG kontrolliert Regionen in dem Bürgerkriegsland. Die Türkei sieht sie als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die PKK gilt unter anderem auch in Deutschland als Terrororganisation, die YPG hingegen nicht. Die USA sehen in der YPG sogar einen Partner im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Schwere Erdbeben hatten das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien am Montag erschüttert. Bergungskräfte vermuten noch immer Tausende Verschüttete unter den Trümmern.